wieder so viel am Schwatzen. Ja. Nee, also wie gesagt, große Veränderung, also einen kleinen Teil der Veränderung wird es auf jeden Fall noch geben, weil wir wollen ja noch ein bisschen die Stream-Ecke verschönern. Wir wollen noch ein bisschen den zweiten Raum quasi noch dazu holen. Den Nachbarraum. Wenn wir da am Backen sind. Oder generell einfach ein bisschen streamen. Und ja. Das ist so erstmal für das Jahr geplant. Wir wollen uns nichts Großes vornehmen, weil wie gesagt, ich freue mich schon auf den 7. Februar, wenn da auch schon ein neues Spiel an den Start geht, Hogwarts Legacy. Manche können es ja schon gar nicht mehr hören, ich kann es auch schon, naja. Es gibt schon so viele Videos, es gibt schon so viel, ach, was dies und Headmack und, ach, also, ist doch schön, ist zwar schön, aber ich kann es halt schon gar nicht mehr hören. Was ich schön finde, ist, was die Computer-Hardware gibt, also wie gesagt, das wird immer alles ganz gemütlich da durchgehen. Allerdings muss ich erstmal gucken, ich habe nämlich da zu viel Platz auf meiner Platte. Das ist nämlich das, was ich halt zur Zeit halt so abgecheckt hat, ne? Bestellst ein Spiel, will ich nicht so viel wie viel Gigabyte drauf sind und hast du zu viel Platz? Naja. Aber das kriegen wir mal hin. Das sind wir ja guter Dinge. So, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen. Feld Nummer 24. Ich kriege immer noch ein paar Aufträge. So, den nochmal mit. Den nochmal mit. Oh, Gruppern auf jeden Fall. Also. Ich wollte eigentlich noch den Mod für mehr Aufträge mit hinzunehmen. Aber ich hab's leider noch nicht gepackt, den noch mit dort einzufügen. So, jetzt machen wir erstmal Feld 24, weil der Kunde hat das schon vorher gewünscht. Hauptsache, ja. Ein bisschen Leben auf die Karte reinbringen. Ja, ich habe ja vorhin noch bestimmt auf der WordPad-Datei gesehen, dass da noch ein neuer Traktor ist, der Class Xerion, dass da großer nur für die Feldarbeit quasi draufkommt. Ja, da bin ich auch noch am gucken. Weil den hätte ich nämlich auch bald gerne, dass ich quasi mit einem ein bisschen rumfahren kann. Allerdings, zu dem LKW nochmal, zu dem Lizard. Der war jetzt nur gemietet. Gekauft habe ich ihn mir nicht, weil wie gesagt, den Mod bin ich noch am Testen. Und das wird dann quasi die ganze Kategorie sein für zum Mieten. Und ja, da werde ich auch noch ein kleines Feedback zusammenschneiden fürs Video. Es wird dann quasi die Folge 12 sein, die Folge 11. Die bitte ich, die ist soweit alles zu du kompletti. Ich muss ja nur, exportieren und hochladen, also ja. Da müsste mir auch die Chance jetzt momentan mal geben, für YouTube quasi erstmal
gute Erklärung, kompakt und dass das nicht so groß ausgeholt, weil das möchte ich in der nächsten Zeit nicht so machen. Einmal groß ausholen, dann ja, weißt du nicht, wo du bist. Also vor allem, wie gesagt, mit dem Vollzeitstreamer, mit dem Thema, das ist nur so. Ich würde es gerne machen. Ich würde es gerne tun. Aber ihr wisst ja, dass das so von den Ämtern auch nicht so gut unterstützt wird. Ne? Also. Das muss halt auch mal so sein. So. Na. Aber ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Start in den Mittwoch gehabt. So, oh, was haben wir denn da schon wieder Schönes? So. Genau, bei dem Kartoffel-Thema mit den Kartoffeln, da fällt mir gerade noch was Schönes ein. Und zwar, ich habe ja da auch erwähnt, dass ich ja quasi das mit dem Grimme-Pack, das Grimme-DLC, was da für LS 2019 rausgekommen ist, das werde ich quasi jetzt auch hier erstmal nehmen. Und ein Autoload, ja, wäre schön. Also wie gesagt, wenn ich mir das damals an oder vor einer Woche angeguckt habe, wo ich noch bei Source of the Farm, bei der Kanada Farm noch mitgemacht habe, für die Ballen da schön, die Rundballen vor allem, ordentlich dahin zu legen. Ja, wäre eigentlich gar nicht. Wäre der Mod eigentlich richtig perfekt für alle Waren, was LS da zu bieten hat. Nicht nur, weil da kannst du schön mit der Maus rechts runterfahren auf dem Boden. Und dann, ja. So, Feld 24 war erledigt. Wo wollte ich denn jetzt hin? Eieiei. Genau. Was? Feld Nummer 9. Ja, genau. Fahr eine KI rein. Eieiei. So, genau. Das war nämlich gerade die, wo. Uns nämlich gerne die okay. Ah, muss gerade mal was gucken. Die
Ach komm, Mann. So. Was wollt jetzt das nächste Feld? 9. Also, wo sind wir? Mal über Feld 17. Hochfeld 14 vorbei. Ja. So, genau, das war nämlich die Nattet. Eine nette Grafikdesignerin, die nämlich für uns nämlich die Sub-Badges machen wollte. Und deswegen ist bei uns gerade so der Wurm drin, weil wir wollten das eigentlich schon offscreen animierten Screenshot, also quasi komplettes. Komplettes Paket eigentlich haben. Allerdings, da das jetzt mit dem Equipment da erstmal voran ist und wie gesagt bis März, das ist halt ja Baustelle für Baustelle, Step by Step halt alles. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Punkt. Es haben auf Twitter sind sehr, sehr viele unterwegs, die viele Leute anschreiben, auch wegen Grafik oder Sub-Badges, Emotes, Animierte, das Ganze für einen zu gestalten. Und das ist wirklich toll, wie gesagt, das darf jetzt, ich will es auf jeden Fall nicht negativ rüberbringen, aber wenn halt so viele dich anfragen, musst du auch erstmal die Zeit dazu bringen, dazu auch die Zeit dazu erstmal finden, dich mit jemand zusammenzusetzen und auch erstmal die Vorstellung, oder quasi das, was man sich da so vorstellt, rüberzubringen. Und, ja. So, also. Das haben wir auch getan. Aber. Da muss man halt erstmal Punkt für Punkt halt erstmal durchgehen. So, genau, dann also machen wir Feld 9. Ich werde da gleich noch in die Karre reinfahren. Vom Blinker hast du nichts gehört, wa? Ah, das war mir klar. Nämlich schon wieder schon gut verdientes Geld investiert.
genau. Das Inspektor, ha. Die Tasten da, die sind auch viel zu viel im Bild, ey. Aber ist auch so. Ja, mit der Force Map, die muss halt noch ein bisschen warten. Also wie gesagt, wenn man da ein bisschen... Ganz weg ist er nicht, aber wie gesagt... Ich will mich da noch ein bisschen mit der Kransteuerung ein bisschen befassen, weil ich habe da nämlich auch heute Morgen, wo ich noch bei auf der OSATA-Karte war, nicht diesen Logitech den Sidestick-Knüppel da benutzt, ist da leider das Problem, dass dieser Kran oder die erste Steuerung oder die erste, wie nennt man das? Der komplette Arm bewegt sich quasi simultan. Ne? Ist ja klar, ist ja verständlich, aber genau das soll er quasi nicht. Ja, Obje, frohes neues Jahr, das wünsche ich dir auch. Mann, oh Mann, sag mal, was ist denn das bei Skull and Bones da, ey? Was haben sie's? Da ist ja wirklich ja die Kacke am Dampfen, ey. Gerade so ein Sprung ist, aber die haben jetzt nochmal das Ganze verschoben, also da muss ja wirklich echt... Die haben ja richtig... Nee, die eine Cam ist leider kaputt gegangen, ich habe leider jetzt nur die, aber wie gesagt, wir sind da noch ein bisschen am Equipment am Bestellen. Es kommen noch zwei neue Webcams. Die Cam, die ich gerade anhatte, die geht rechts oben ins Eck. Weil die Stream-Ecke, die haben wir ein bisschen feiern, war ein bisschen quasi ein bisschen zu verschönern. Also zu verschönern eher meine Freundin. Sie möchte ja da ein bisschen was tun. ja. Aber da brauchen wir erstmal. Sind erstmal 500 Euro fällig, sonst geht gar nichts. Und die muss ich erstmal haben.